Jo Leute, es ist mal wieder Zeit für einen Real Talk hier aus der Alpha-Zentrale. Und zwar ist mir in letzter Zeit wirklich sehr aufgefallen, wie extrem toxisch und auch unangenehm viele Zuschauer da draußen sind und dieses Thema muss dringend mal angesprochen werden. Denn ich habe mir in letzter Zeit mal Kommentare durchgelesen unter Reaction-Videos, die über mich erstellt wurden und was ich dort so gesehen habe, ist einfach nur unfassbar unangenehm und sehr, sehr schwierig. Denn traurigerweise sieht man dort extrem häufig, dass Zuschauer anstatt Kritik zu äußern, einfach nur stumpfen Hass verbreiten, wofür die Person auch gar nichts können, gegen die sie schießen. Und das geht einfach gar nicht fit. Und bevor jetzt einige sagen, dass ich ja mit meinem Content nichts anderes mache, als das, was die machen, indem ich Hass verbreite, das stimmt auf jeden Fall so nicht, denn ich spreche zwar Fehler an und ich kritisiere auch die YouTuber, aber ich beleidige sie nicht für Dinge, wofür sie halt nichts können. Und da ist auch schon der erste Punkt. Wenn ich mir zum Beispiel Kommentare und Reaction-Videos von zum Beispiel Tim anschaue, dann sieht man häufig, dass die Leute pausenlos einfach nur sinnlos beleidigen. Weil das, was dort ganz oft geschrieben wird, ist folgendes: Entweder bin ich mega unlustig, meine Einspieler sind mega cringe oder ich bin cringe oder mein Dialekt ist so schlimm, dass man sich's einfach nicht geben kann. Und das sind ja selbst die Dresdner Jungs von Adlerson noch viel, viel erträglicher als das, was ich jetzt hier bringe. Also unabhängig davon, dass Dresdner noch einen stärkeren Dialekt haben und dementsprechend die ganze Sache so oder so keinen Sinn ergibt, finde ich solche Kommentare extrem unangenehm und eigentlich sehr, sehr schwierig. Ich meine, die Personen, die schreiben einen Kommentar zu mir, wo ich nichts daran ändern kann, das ergibt schon mal so gar keinen Sinn. Das ist wie wenn ich sage, du hast eine schiefe Nase, das ist ja sau hässlich. Denkt ihr, die Person, die sagt sich dann, ja gut, da hast du auf jeden Fall recht, ich werde mir jetzt gleich mal die Nase brechen, dass sie gleich wieder gerade wird, ja? Das ist einfach nur sehr dumm und unangenehm und man kann halt sowieso nichts dran ändern. Also haltet bitte eure Fresse, wenn ihr sowas schreibt. Und ich bin euch auch ganz ehrlich, ich schaue mir auch mittlerweile solche Reactions zu mir nur noch sehr, sehr ungern an, weil ich dort in der Kommentarsektion eigentlich nur sinnlose Hate-Kommentare sehe. Und das finde ich sehr, sehr traurig. Also entweder ihr lasst euch auf die Reactions ein und schreibt dann dementsprechend auch sinnvolle Kommentare oder ihr seht einfach schon im Thumbnail, dass es um mich geht und geht erst gar nicht auf dieses Video, wenn ihr mich schon persönlich nicht leiden könnt. Ich meine, was bringt es mir, wenn dort nichts in den Kommentaren steht, außer Hass, wo ich nichts ändern kann. Ich meine, nicht mal auf meinem eigenen Kanal bekomme ich so viele Hate-Nachrichten wie auf Reaction-Kanälen, die auf mich reagieren. Das müsst ihr euch einfach mal vorstellen. Also nicht mehr der YouTuber an sich bekommt die Hate-Nachrichten, sondern das wird dann irgendwo anders publiziert. Und das Ganze hier hat auch 0% mit Tim, beziehungsweise halt mit KuchenTV zu tun, weil der auch nichts dafür kann, dass diese Zuschauer so unglaublich viel Scheiße schreiben. Aber ich denke, dass einige immer noch nicht wissen, was eigentlich Kritik bedeutet und dass diese Kommentare, die sie dort einfach schreiben, zu 0% irgendeinen Sinn ergeben. Also ich persönlich bin halt ein sehr großer Befürworter für Kritik. Ich nehme die sehr gern an und ich gehe auch gerne auf die Kritik ein. Aber probiert ihr mal Hochdeutsch zu sprechen, wenn ihr euer ganzes Leben lang mit einem Dialekt aufgewachsen seid. Das geht einfach nicht und das wird auch niemals funktionieren. Aber solche Kommentare sind natürlich nicht die einzigen, denn viele Leute schreiben auch noch, dass ich mega unlustig bin, dass ich sehr cringe bin und dass meine Videos gar keinen Sinn ergeben. Kommen wir aber erstmal zu dem Punkt, dass ich cringe und unlustig bin. Das Ding ist, was viele nicht verstehen, ich mache meine Videos für meine Zuschauer und nicht für irgendwelche Reaction-Zuschauer, wo auf mein Video reagiert wird. Bedeutet übrigens, ich spreche meine Community an, meine Abonnenten an, die sich scheinbar mit meinem Content auch nur ansatzweise identifizieren können. Dementsprechend interessieren mich diese Kommentare oder diese Reactions nicht. Ich möchte dieses Thema bloß ansprechen, um einfach mal diese toxische Community aufzuzeigen, wie schlimm das mittlerweile geworden ist. Ach, und komischerweise läuft mein Kanal, seitdem ich solche mega unlustigen Einspieler bringe, sehr, sehr gut. Meine Bewertungen sind besser denn je und ich kann mich null beschweren. Die Aktivität auf meinem Kanal ist größer denn je. Von daher verstehe ich nicht, wo ihr jetzt euer Problem da findet. Des Weiteren bringt es übrigens keinem YouTuber was, wenn man einfach nur unbegründet sagt, dass er cringe ist. Anstatt einfach mal zu erklären, warum ich denn cringe bin, was ich denn für Fehler mache und was ich denn noch ändern könnte, wird einfach nur geschrieben, du bist ja mega unangenehm. Da kann ich ja gar nichts mit anfangen. Jetzt aber mal noch was Wichtiges zu dem letzten Kommentar, der ja geschrieben hat, dass mein Paluten-Video zum Beispiel mega sinnlos war. Abgesehen davon, dass es Tim in seinen Reaction auch gesagt hat, möchte ich jetzt nochmal Folgendes erklären. Mein Kanal besteht einfach nur aus Unterhaltung und nicht aus wissenschaftlichen Videos, wo ich irgendjemand hops nehmen möchte auf einer irgendwie krassen Art und Weise. Ich möchte einfach nur, dass meine Zuschauer am Ende des Tages sich entspannen können, sich zurücklehnen können und dann dieses Video genießen können. Das ist meine Intention und ich hatte noch nie dieses Ziel, ausnahmslos mit jedem Video irgendein krankes Thema aufzufassen. Zumal ich, by the way, bei diesem Paluten-Video auch wirklich mal Lob ausgesprochen habe und auch mal aufgezeigt habe, was eigentlich gut ist und was eigentlich nicht ganz so gut ist und dass Paluten halt viel richtig macht. Also das gehört doch auch irgendwie dazu, dass wenn man auch Kritik äußert, man auch mal Lob äußert. Aber dass das dann nicht ankommt, das zeigt einfach mal wieder, dass diese Community mega toxisch ist. Viele wollen einfach nur, dass man andere fertig macht und auseinander nimmt, damit man diejenigen Leute leiden sieht und damit man auch sieht, wie viel Hate auf dem Kanal projiziert wird. Wow, und das finde ich ist der absolute Wahnsinn, denn wie viel Sinn ergibt das bitte, andere Leute zu haten? Das verstehe ich einfach nicht. Die Leute, die mir schreiben, wie cringe und wie unangenehm und wie unlustig ich doch bin, sind genau die Leute, die dann rübergehen zu anderen YouTubern und die einfach nur sinnlos haten, so damit es halt absolut nichts bringt. Ich meine, hätte ich ein Video gemacht, in dem ich jemanden fertig gemacht hätte, hätten genau diese Leute keinen Kommentar geschrieben, dass das Video ja sinnlos ist. Und das ist wirklich schade.
schade, denn zum Beispiel auch Meme-Videos ergeben absolut keinen Sinn. Die sind einfach nur zur Unterhaltung da. Genau das gleiche ist auch, wenn irgendein Streamer oder ein YouTuber irgendwelche Pokémon-Packs öffnet. Ergibt das irgendwie einen Sinn? Nein, es ergibt keinen Sinn. Das ist einfach nur Unterhaltung, damit die Zuschauer sich einfach zurücklehnen können, ihre Langeweile sozusagen vertreiben und dann ein bisschen den Tag genießen. Und das war's eigentlich. Weiter geht's aber mit einer Sache, die wirklich die ganze YouTube-Szene betrifft. Und das finde ich wirklich immer noch sehr schade. Mir fällt extrem auf, dass wenn ein YouTuber eine Meinung zu einer Sache sagt, dass Zuschauer das direkt adaptieren, ohne nochmal drüber nachzudenken. Also die Zuschauer, die bilden sich keine eigene Meinung, sondern plappern einfach das nach, was der größere YouTuber sagt, und dann entstehen halt irgendwelche toxischen Sachen, die halt der Kommentarschreiber so nie gesagt hätte, hätte der Streamer nicht so drauf reagiert. Denn wenn zum Beispiel ein KuchenTV auf meine Videos sehr interessiert reagiert, dann entsteht dort wirklich null Hate. Dort sind alle mega positiv und alle sagen, dass ja Alpha Kevin ein mega cooles Video gemacht hat und dass es ja mega fresh war. Aber sobald Tim das nicht so fühlt oder er meinen Humor nicht so feiert, was ja auch völlig in Ordnung ist, dann kommen nur Kommentare wie, oh, das ist ja mega unlustig, mega cringe, die Einspieler viel zu viele und viel zu schlimm. Die Leute verstehen aber nicht, dass ich diese Einspieler seit einem halben Jahr drin habe und dann jetzt auf einmal nur solche Kommentare schreiben, weil es Tim gerade mal erwähnt hat. Und das ist nicht nur bei Tim so, das ist bei jedem YouTuber so. Dementsprechend, Tim braucht sich hier nicht angesprochen fühlen, das ist bei wirklich jedem so, der Reactions hochlädt. Meinungen werden mittlerweile einfach nur noch adaptiert und es wird gar nicht mehr überlegt, zu was man eigentlich selber steht oder welche Meinung eigentlich von einem selber ausgeht. Deshalb predigen wir auch jedes Mal als Meinungsblogger, dass jeder sich seine eigene Meinung bilden soll, damit auch mal sinnvolle Kommentare entstehen und nicht so eine Scheiße entsteht. Dieses Video ist übrigens nur an diese Leute gerichtet, die solche unüberlegten Kommentare schreiben, die einem Streamer oder einem YouTuber nie etwas bringen. Weil das hat nichts mit Kritik zu tun, das ist einfach nur sinnloses Gehate und das wird nie jemanden weiterbringen. Und das Ganze hier ist auch keine Nachricht oder Kritik an Tim, weil er halt nichts falsch gemacht hat. Er kann gerne sagen, dass er irgendwas unlustig findet, das ist auch völlig in Ordnung. Aber überlegt euch doch mal bitte, ob ihr das wirklich unlustig findet und ob ihr das geschrieben hättet, hätte Tim das nicht gesagt. Es geht mir lediglich darum, dass mittlerweile so viele toxische Communities entstehen, dass man einfach gar keine Lust mehr hat, irgendwelche Kommentare durchzulesen oder Reaction-Videos, die auf meinen Content angelehnt sind. Und lustigerweise hat Paluten vor gar nicht allzu langer Zeit ebenfalls das Ganze angesprochen und er sagte genau das Gleiche. Oh, wie der Chat da zum Beispiel. Oh, Leute, das ist auch einer der Gründe, weshalb ich wahrscheinlich bald nicht mehr streamen werde. Und ich bin auch echt, muss ich einfach sagen, glücklich darüber. Es macht oftmals einfach keinen Spaß mehr, den Chat zu lesen. Ich habe einfach gemerkt, dass viele Leute, dass so eine ganz, ja, so eine missgünstige, toxische Grundhaltung sich einfach eingeschlichen hat. Alles ist plötzlich cringe und alles ist plötzlich, ist doch egal, Mann. Ey, das Internet war immer ein Platz eigentlich für Leute, die sich so ein bisschen ausleben können, sei es jetzt ein Minecraft-Fluchtsong, wo Lukas der Rapper so ein einfach ein nettes kleines Lied macht und Leute schreiben dann, ja, ist cringe, ist... Ah, Fremdscham, wie kann man sich sowas nur geben, bla bla bla. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle Paludens Worte schon. Auch wenn das jetzt natürlich von Paluten mehr an Twitch gerichtet war, kann man das Ganze auch sehr gut hier rein interpretieren, denn alles, was einem mittlerweile nicht mehr gefällt, ist auf einmal mega cringe und mega unlustig und unangenehm. Ich meine, wenn jemand wirklich Fakes abzieht oder Betrug begeht und Leute die ganze Zeit belügt, dann würde ich sagen, kann man das kritisieren, kann man auch vielleicht mal den einen oder anderen negativen Kommentar schreiben oder darauf hinweisen. Aber bei Lobvideos so missgünstig zu sein, ist einfach nur mega traurig. Zum Beispiel hat halt Lukas der Rapper einen Track veröffentlicht zu Paluten und die Zuschauer bei Paluten haben geschrieben, dass es ja cringe ist und unlustig ist. Leute, da hat sich jemand Mühe gegeben, so ein Video zu erstellen, was ja für einen YouTuber spricht und die Leute schreiben einfach, dass es mega cringe ist. Was ist los mit den Leuten? Kann man nicht einfach mal den Content einfach anschauen, ohne den Kommentar abzugeben, dass es cringe ist? Vor allem wird das Ganze halt ohne Begründung hingeschrieben. Und das ist halt das große Problem. Wenn man das wenigstens noch begründen könnte, könnte man wenigstens noch dahinter kommen, was man ändern könnte, damit es nicht mehr cringe ist. Naja, ich hoffe auf jeden Fall, dass ich den einen oder anderen vielleicht zum Nachdenken anregen konnte, was dieses Thema anbelangt. Seid bitte einfach ein bisschen weniger toxisch hier auf YouTube in den Kommentaren unterwegs und genießt einfach die Videos, anstatt halt auf Krampf irgendwelche Leute fertig machen zu wollen, weil das bringt letztendlich niemanden etwas. Oder ihr schreibt am besten konstruktive Kritik zu den YouTubern, an denen ihr irgendetwas ausrichten möchtet und damit wäre ja jeder hier zufrieden. In diesem Sinne hoffe ich, dass euch dieses Thema gefallen hat. Ich wollte unbedingt mal diesen Real Talk bringen, weil es mich jetzt schon seit einiger Zeit aufregt. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wie heißt es so schön? Stänkchen an Zwängchen, euer Alpha Kevin und ciao.